fantastic. Was geht ab, meine lieben Löwen da draußen? Und seid recht herzlich willkommen zum ersten Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft hier in der Allianz Arena in München. Und gleich zu Beginn wartet ein richtiger Brocken auf die Nationalelf. Es geht gegen den amtierenden Weltmeister von 2018, Frankreich. Ja, was wird das für ein geiles Spiel werden heute Abend? Aber ich halte jetzt mal ganz kurz den Sabbel. Denn wir genießen erst einmal die Nationalhymnen beider Mannschaften. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Okay, lassen wir es auch gut sein mit dem Singen. Das ist ein bisschen weird. Marchons, marchons, c'est un Kippour, après de la saison. Und jetzt endgültig herzlich willkommen hier zum ersten Gruppenspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Und man hat es ja eben gerade schon bei den Nationalhymnen gesehen, dass das ein oder andere Gesicht leider im originalen WM-Kader nicht vertreten sein wird. Leider ist hier nicht ganz der Originalkader vorhanden. Ich denke aber nicht, dass das Ganze schlimm ist. Ich feiere es einfach, dass es überhaupt diesen Europa-League-Modus gibt. Und deswegen denke ich, kann diese Sache doch verziehen werden. Und fragt mich nicht, warum ich die Nationalhymne von Frankreich kann. Ich hatte ja früher in der Schule 3-4 Jahre Französisch gehabt und da musste ich diese Nationalhymne lernen. Und deswegen kann ich die noch heute und ich finde sie nach wie vor einfach mega, mega geil. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, denn wir springen rein in die Partie zwischen Frankreich und Deutschland. Ja, Frankreich, der amtierende Weltmeister von 2018 gegen den Weltmeister von 2014. Und für die Leute, die meinen Kanal vielleicht schon lange verfolgen, die werden es ja mitbekommen haben, dass ich im Finalspiel 2016 zwischen Frankreich und Portugal selber im Stadion live vor Ort war. Das war, glaube ich, eines der geilsten Erlebnisse meines ganzen Lebens. Ich habe natürlich auch einen Vlog dazu gemacht. Den verlinke ich euch jetzt mal hier oben im i. Für alle, die das interessiert, klickt gerne mal auf dieses Video und gönnt euch den Finalvlog. Das war, ja, einer der geilsten Tage in meinem ganzen Leben, einmal live mit dabei sein zu können, Cristiano Ronaldo live zu sehen und vor allem mal halt so ein internationales Finale. War schon echt ziemlich, ziemlich geil. Ja, Frankreich, denke ich, ist nicht großes Rätsel, dass Frankreich hier doch ein bisschen der Favorit gegen Deutschland ist. Allein wenn man mal auf die Offensive guckt von Frankreich mit Kylian Mbappé, mit Antoine Griezmann und Karim Benzema. Das ist einfach der absolute Übersturm da vorne und ja, gegen Frankreich wäre ich nicht gern der Tormann oder die Verteidigung, weil ich denke, das wird eine schwierige Aufgabe für jede Verteidigung werden im Laufe dieses Turniers. Und mein Tipp heute Abend ist 2:2, wobei ich eher die Tendenz habe, dass Frankreich das gewinnt und da war schon die erste richtig gute Möglichkeit für die Franzosen mit viel Glück der Ball an den Pfosten. Denn ich glaube, wir müssen uns alle nichts vormachen, dass doch Frankreich hier der Favorit in dieser Partie sein wird. Das ist, denke ich, überhaupt kein Rätsel, überhaupt keine Frage. Jeden Punkt, den wir hier holen würden im Laufe der Gruppenphase, ist natürlich ganz wichtig, vor allem gegen Frankreich. Denn auch Portugal sollten wir in keinster Weise unterschätzen, vor allem nicht als amtierender Europasieger. Europasieger, was erzähle ich für einen Quatsch hier schon wieder? Als amtierender Europameister natürlich, sollte man natürlich Portugal und vor allem Cristiano Ronaldo nicht unterschätzen. Deswegen Punkte hier gegen Frankreich mitzunehmen, wären auf jeden Fall schon mal
ganz, ganz wichtig. Ich denke, Ungarn wird hier nicht groß mitsprechen im Kampf ums Weiterkommen. Aber da ist das 1:0. Da ist das 1:0 vollkommen unerwartet. Der erste Torschuss ist drin in der 19. Spielminute. Leon Goretzka. Boah, was ein unerwartetes Tor für die deutsche Mannschaft. Ich wollte gerade sagen, ein Punkt gegen Frankreich wäre ganz wichtig, damit wir auf jeden Fall hier einer der besten, drittplatziertesten werden. Was laber ich eigentlich schon wieder für einen Quatsch? Ihr wisst, was ich meine. Leon Goretzka, alles egal. Leon Goretzka macht hier das 1:0. Jetzt Werner, das ist die nächste Chance für Deutschland. Werner auf Gnabry, 2:0. Gnabry, 2:0 Deutschland nach 23 Minuten. Was ist denn hier los? Serge Gnabry mit seinem bekannten Torjubel bringt hier die Deutsche schon mit 2 Toren in Führung. Gerade mal nach 23 Minuten. Was ist denn mit Frankreich los? Der wunderschöne Pass auf Timo Werner, der kann sich mit seiner Schnelligkeit natürlich von allen Verteidigern absetzen. Und dann der Pass rüber auf Serge Gnabry und 2:0. Nochmal Kimmich, Werner. Nochmal die Chance, Werner und Lloris mit der ersten Parade. So, die letzte Minute der ersten Halbzeit läuft. Sieht schon mal gut aus in dieser Halbzeit für uns. Oh, der Weidepass raus, da ist Manuel Neuer da. Eine Minute Nachspielzeit noch in der ersten Halbzeit. Können wir nochmal eine gute Chance rausspielen? Ja, können wir. Werner, er ist wieder durch. Timo Werner. Timo Werner, Lloris, Pfosten. Tor. Tor. Wahrscheinlich Tor. Tor. 0:3 Deutschland. Was ist denn hier los? Also Frankreich wird ja gerade komplett hops genommen. Da freut sich der Kapitän zu Recht. 3:0 Führung für Deutschland in der ersten Hälfte. Knapp rüber rechts wird gefoult, muss den Freischuss geben, so ist es. Und das könnte auch die erste gelbe Karte geben für Mondi, die es vollkommen zu Recht auch gibt. Für dieses Foulspiel gegen Serge Gnabry, jetzt sehen wir es nochmal deutlich zu spät. Zu Recht hier die gelbe Karte für den Außenverteidiger. Der Freistoß allerdings überhaupt nicht gefährlich. Mondi, guter Pass auf Coman. Schöner Pass auf Coman. Der geht nochmal in die Mitte. Das hat er stark gemacht. Pfosten Frankreich. Aluminium Glück für uns. Ich hab's aber heute auch mit dem Sprechen. Hei. Oh, Klostermann. Irgendwie kommt er durch zu Werner. Der ist schnell, der Werner. Und das muss Freistoß geben. Es gibt keinen Foul. Also, ob er den Ball fair geholt hat, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mondi mit dem Pass auf Ben Yedda. Der neue Mann macht es. Ben Yedda. Eben gerade reingekommen für Oliver Giroud. Und jetzt ist es der 3:1 Anschlusstreffer. Kommt jetzt Frankreich nochmal. 72. Spielminute. Brandt. Ungefährlich. Lloris da. Also es sind jetzt noch 7 Minuten. Wenn wir das jetzt noch hier aus der Hand geben sollten, das Spiel, das wäre schon übelst peinlich. Das dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben. Da ist nochmal Griezmann und da ist das 3:2. Halt doch einfach den Sappel, Leon. Halt doch einfach den Sappel, Antoine Griezmann. Ja, viele von euch sollen es ja wissen, ich bin großer Antoine Griezmann-Fan. Schon seit vielen, vielen Jahren bin ich totaler Fan von den Franzosen. Und hier macht er erstmal den Anschlusstreffer für die Franzosen. Und es wird doch nochmal knapp 3:2. Ich glaube, knapp 5 Minuten noch auf der Uhr. Das müssen wir irgendwie über die Zeit bringen. Mbappé, vorsichtig in der Mitte, Neuer ist da. Was eine wichtige Parade, eine Minute vor Schluss. Manuel Neuer, der beste Tormann der Welt, rettet hier vorerst den Sieg. Und jetzt gibt es den Wechsel. Gündogan, kommt doch mal rein für Leon Goretzka. Und 3 Minuten Nachspielzeit. Die letzten 3 Minuten dieser Partie laufen. Können wir uns gerade so über die Zeit retten? Nochmal Neuer mit einer Hand. Wahnsinnsparade.
Manuel Neuer hält jetzt hier seine Mannschaft wirklich den Sieg fest, muss man sagen. Hier ganz stark gehalten. Frankreich kriegt nochmal die Chance. Pavard. Da müssen sie aber auch langsam zum Torschuss kommen, sonst pfeift der Schiri hier ab. Lässt es immer noch laufen. Der Ball ist drüber und dann ist Schluss. Wissam Ben Yedda nochmal mit dem Ball übers Tor. Und dann schlägt Deutschland die Franzosen mit 2 zu 3. Was eine Partie. Nach 3-0 Führung in der ersten Halbzeit hat es Frankreich jedoch mal spannend gemacht. Das war's auf jeden Fall mit der ersten Partie, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gern einen Daumen in nördliche Richtung da. Das würde mich extrem freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal gerne kostenlos, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben und keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Und mit den Worten habe ich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer ich habe fertig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.